Und willkommen zurück zu 7 Days to Die. In der letzten Folge haben wir nun hier weitergebaut, unser Schlafzimmer. Ja, und wie gesagt, es ist halt eben schade, dass einige Schränke, die man nur im Kreativmenü bauen kann, hier im Survival-Modus leider nicht verfügbar sind. Es wäre nicht schlecht, wenn man die auch so nachbauen könnte. So direkt halt Survival und so, das wäre schon richtig fett, aber. Es ist halt leider nicht gewollt. Warum auch immer. Warum auch immer. So. Naja, nimm doch langsam alles hier Form an. So, hier haben wir auch nur noch 7 Stück. Aber es geht vorwärts. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob die wir gebaut haben, schon fertig sind. Hoffe es. Oh ja. Aber auch nur 86 Stück. Aber das bringt uns wenigstens schon mal ein Stückchen weiter. Weil wir können nämlich hier so den Punkt zumachen. Jetzt. Fundament fertig. So, Fundament ist fertig. Könnt mir auch gerne in die Kommentare mal reinschreiben, ob ich irgendwas Spezielles mal bauen soll oder ob ihr irgendwas Spezielles mal sehen wollt. So müssen die Teile wegfliegen. Ja, wie gesagt, dann schauen wir mal, ob wir das vielleicht umsetzen können. Vielleicht kann man ja auch mal zu zweit oder mal zu dritt spielen oder so. Müssen wir halt mal sehen, wie wir das Let's Play noch ein bisschen weiter ausbauen oder so. Können wir ja mal schauen. Ich denke mal, den Spielstand, den könnte man mit Sicherheit auch auf den Server übertragen. Ja, ich denke mal nicht, dass das das Problem sein soll. So. Die Nase muss noch weg. Die Nase muss noch weg. Hier oben, das muss noch weg. So, das muss noch weg. Das muss noch weg. So, hier. Ach, Mann. So. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier rüber gehen. Wohin wir bauen können. Ah, nur bis hierhin. Hier kommen wir bis hier hin. Sehr gut. Dann müssen wir das wegnehmen. Das noch wegnehmen.
Und die Ecke noch wegnehmen. So, das muss noch weg. So, jetzt könnten wir hier oben schon das reinsetzen. Gleich als Beton. So, und so. Ja, dann könnten wir hier und hier. So. Okay, kein Beton mehr. Sehr gut. War nicht so schlimm. So. Mal gucken. Ist bestimmt welcher fertig. Kann man nur nicht vorstellen, dass jetzt keiner fertig ist. Aber wir schauen erstmal nach dem Zement. Natürlich sehr gut. So, und dann kann man nämlich hier schön weiter buddeln. So. Sehr gut, was wir hier noch für schöne Rohstoffe rausholen. So, wenn ich aber so richtig auf die Uhr gucke, müssen wir trotzdem eigentlich oben weitermachen mit der Mauer. Oben an der Ledage wieder einer rum. Mich wie nur, wie die mich spüren können hier unten, gell? Ich meine, ich bin so tief in der Erde drinne, dass die mich eigentlich nee, nicht spüren sollten. Aber das ist nicht das Problem. Wir können ja dann vom Tag X, sage ich jetzt mal, also vor Tag 14, noch die, also die müssen wir sogar noch reparieren, die Spikes, weil die sind schon wieder ganz schön kaputt gegangen. Ich gehe mal davon aus, dass bei der Horde definitiv auch einige Spikes dran glauben werden wieder. Lässt sich nicht vermeiden. Aber das ist ja nicht so schlimm. Dann bleiben wir wenigstens in Form mit dem Bauen. So, ah, die Dinger müssen wir auch schon bald wieder bauen, gell? Die Dinger müssen wir auch schon bald wieder bauen. So. Na. Das sieht so gut aus. So. Dann müssen wir jetzt eigentlich nur noch hier bis vor zur Wand. Und ja, die restlichen Sachen hier noch rausbuddeln und dann sind wir so gut wie es geht fertig mit dem Schlafzimmer. Ja, da kommen sie schon.
So, naja, da haben wir es doch schon fast geschafft hier mit dem Schlafzimmer. Wie gesagt, ich müsste halt noch ein Bett bauen. Wir gleich aufwerten. So, jetzt müssten wir eigentlich nur noch hier den Mist rausräumen, was hier drin ist. Und dann haben wir es eigentlich geschafft mit dem nächsten Raum. So, das ist aber alles kein Problem weiter hier. Das geht alles locker flockig von der Hüfte. Sehr schön, sehr schön. Ja. Ich würde dann aber vorschlagen, wenn wir das hier soweit fertig haben, dass wir das noch nicht alles auf Beton fertig machen, sondern ich muss unbedingt da oben die Mauer fertig kriegen. Das heißt, ich habe ja jetzt auch Eisen wieder produziert. Das muss unbedingt. Ich war da oben. Unbedingt. Wir haben nur noch 2 Tage Zeit. Also 2 Tage in-game. Und ja, das müssen wir bis dahin geschafft haben. Also gut, was heißt müssen? Ich meine, die letzte Horde haben wir ja ohne Probleme abgewehrt, gell? Da ist ja nicht viel übrig geblieben von denen. Die sind ja auch nicht mal annähernd irgendwie in die Nähe gekommen von der Mauer. Oh. Dass sie denen da irgendwo, dass sie da Schaden machen, Kunden oder irgendwas. Das ist halt das Vorderschöne daran. So. Fuck! Das wollte ich eigentlich nicht. Was will ich denn hier unten mit Stahlaufwertung? Ja, egal. Ist nicht so schlimm. Was jetzt ist, das ist. Ihr wisst es, ihr wisst. So, jetzt noch ein bisschen hier oben von der Decke weg. Und dann sind wir soweit fertig. So. Noch ein bisschen gerade machen. Müssten wir doch eigentlich mit den Dingern hinkommen, ha? Wenn ich das jetzt mal grob überschlage, sollten wir eigentlich damit hinkommen, ha? Zumindest jetzt, um die Decke noch mit fertig zu machen. Für die Wände und so wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen. Wir haben ja nur noch 21 und die Decke geht bis hier vorne hin. Ah, wird enger. Wird enger. Müssen wir wahrscheinlich noch welche nachproduzieren. Müssen wir noch welche nachproduzieren. Aber das machen wir alles in der nächsten Folge. Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Tschüss.